Das Gesetz stopft uns den Mund. Römer Kapitel 3, Verse 19 und 20. Wir wissen aber, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Der neue Bund in Jesus Christus als Opferlamm hat den alten Bund in gewisser Weise abgelöst. In Hebräer Kapitel 8, Verse 11 bis 13 steht: Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten, und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt, was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Das bedeutet nun aber nicht, dass die Gesetze unwichtig und überflüssig sind. Ja, der alte Bund ist veraltet, weil er jetzt keine Gültigkeit hat, da in Jesus das Gesetz ein Ende gefunden hat. Wer jetzt selig werden will, braucht allein Jesus. Johannes 14,6 sagte Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also nicht mehr durchs Gesetz, sondern allein durch Jesus Christus. Und wer lieber zum Gesetz zurückkehren wollte, der handelte ganz verkehrt und ging verloren. Das wurde vom Schreiber des Hebräerbriefs auch ganz deutlich gemacht. Darum ist der alte Bund jetzt ungültig und inzwischen veraltet. Und wer im Himmel nicht Jesus als Heiland vorweisen kann, der wird nach seinen Taten gerichtet, nach dem Gesetz. Und dann ist er verloren, weil niemand diese Gesetze erfüllen kann. Der alte Bund hat sehr lange Zeit eine große Bedeutung für das Volk Israel gehabt. Und Israel stand hier als Gesetzesempfänger stellvertretend für alle Menschen. Israel hat vor Gott kläglich versagt. Ebenso wie wir Nicht-Juden vor Gott auch ziemlich versagt haben. Wir sind in nichts besser, denn wir sind alle Menschen, egal woher wir kommen und wann wir gelebt haben. Wir alle sind vor Gott schuldig und haben vor ihm keinerlei Ruhm oder etwas, was Gott anerkennen müsste. Römer 3,23. Ganz im Gegenteil. In dieser Hinsicht können wir nicht sagen, dass das Gesetz nur die Israeliten betraf, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, wie gelesen. In 1. Johannes 3,4 steht: Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Wir sind Sünder, also betrifft dieses Gesetz und unsere Gesetzlosigkeit auch uns alle. Es spielt keine Rolle, ob wir Juden oder Nichtjuden sind. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar: Niemand kann also gerechtfertigt werden, indem er das Gesetz hält. Das Gesetz wurde nicht gegeben, um die Menschen zu rechtfertigen, sondern um die Erkenntnis der Sünde herbeizuführen, nicht die Erkenntnis der Erlösung, sondern die Erkenntnis der Sünde. Wir wüssten nie, wie krumm eine Linie ist, wenn wir keine Gerade kennen würden. Das Gesetz ist wie eine Gerade. Wenn Menschen diesen Maßstab an sich selbst anlegen, dann sehen sie, wie krumm sie sind. Wir können einen Spiegel benutzen, um festzustellen, dass unser Gesicht schmutzig ist. Doch der Spiegel ist nicht dazu da, sich mit ihm das Gesicht zu waschen. Ein Thermometer sagt uns, ob wir Fieber haben, doch das Fieber wird nicht verschwinden, wenn wir das Thermometer verschlucken. Das Gesetz wird also richtig angewendet, wenn man es zur Überführung von der Sünde benutzt, doch als Erlösungsweg von der Sünde ist es völlig ungeeignet. Wie Luther es ausdrückte:
Die Aufgabe des Gesetzes ist, nicht zu rechtfertigen, sondern in Furcht zu versetzen. Das ist die ernüchternde Tatsache, der wir uns als sündige und somit verlorene Menschen stellen müssen. Gott will, dass jeder zur Erkenntnis der Sünde kommt und keiner verloren geht. Matthäus 18, 14. Die Voraussetzung, um zu einer anderen Tatsache zu kommen und zu finden, ist es also, dass man auch verstanden hat, warum man Erlösung, Vergebung, Gnade, Erneuerung und himmlische Gerechtigkeit braucht. Nämlich, weil man sonst in seinen Sünden stirbt und verloren geht. Ist das so, dann steht die gute Nachricht in Römer 3, Verse 21 und 22. Da heißt es: Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Gott verlangt nicht, dass wir das Gesetz erfüllen. Er verlangt es grundsätzlich nicht, aber eben auch, weil kein fleischlicher Mensch das vermag, es einzuhalten. Römer 8, 7. Es gibt eine andere Lösung, aber da kommen wir nicht drauf, wenn Gott es uns nicht offenbart und durch die Gesetzgebungen für Israel im Alten Testament mit den entsprechenden prophetischen Aussagen zum Erlöser uns vor Augen gestellt hätte. Auch im Alten Bund gab es den klaren Hinweis auf das Opferlamm Jesu Christi. Das wussten erstaunlicherweise auch die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, aber ohne Einsicht und ohne Glauben. In Jesaja 53, 5 steht entsprechend: Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das zeigt ja eindeutig, dass Gott nie die Absicht hatte, durch das Gesetz zu retten, auch nicht im Alten Bund. Das Gesetz zeigte auf, mit wem wir es zu tun haben. Zumindest ansatzweise, denn Gott ist heilig und aller Himmel, Himmel können seine Größe und Herrlichkeit und Majestät nicht fassen und ergründen. 1. Könige 8, 27. Und dass dieser ewige Gott und ewige Heiland zu uns gekommen ist, auch wenn es zuerst nur durch das Gesetz war, ist kaum in Worte zu fassen. Und dann heißt es in Galater 4, Verse 4 und 5: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Gott selbst kam zu uns. Das steckt auch im Begriff Evangelium, die gute Nachricht, dass es gekommen ist, wie in Matthäus 1,23 steht. Nämlich: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Und daran sollen wir glauben, dass ein heiliger Gott, der Sünde und Unglauben, was die größte Sünde ist, nicht ungestraft und ohne Konsequenzen lassen kann, in seiner Gnade und Liebe nun einen Weg gefunden und aufgezeigt hat, wie ein Sünder für immer und ewig selig werden kann. Und was müssen wir tun? An den Herrn Jesus Christus glauben, und zwar so und auf diese Weise, wie wir das nun verstanden haben sollten. Nämlich so, wie es in Jesaja stand: Die Strafe lag auf ihm und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Also einfach nur daran glauben? William MacDonald schreibt: Glaube ist kein irrationaler Sprung ins Nichts. Er erfordert sichere Beweise und findet sie in der Unfehlbarkeit des Wortes Gottes. Der Glaube ist weder unlogisch noch unvernünftig. Was ist vernünftiger, als dass das Geschöpf seinem Schöpfer vertrauen sollte? Glaube ist kein verdienstvolles Werk, durch das der Mensch sich seine Erlösung verdienen könnte.
Er kann nicht damit angeben, an den Herrn zu glauben, denn er wäre ein Narr, wenn er nicht glauben würde. Glaube ist kein Versuch, sich die Erlösung zu verdienen, sondern die einfache Annahme der Erlösung, die uns Gott als Geschenk gibt. Seid behütet und bestärkt durch das lebendige Wort Gottes. Fühlt euch getragen und erlöst und geliebt und auch weiterhin geführt in eurem Leben. Der Herr Jesus Christus segne und behüte euch und lasse sein Angesicht über euch leuchten. Amen.